Sprache war eine seltsame Mischung aus Grumbölisch, Nektoramisch, einer Prise Normannistisch und einem Windhauch Salimböhmisch. Das klang dann in etwa so. Iseste, nöchte, wantestomötisch, isenselbeck, so leppeben. Oder der Krähen, krächzen, heide, wieder wundervollistisch. Oder der Äpfelstrudel schmeckt aber wunderherrlich. Dann sah man Graf Wenceslaus mit einem großen Rucksack und einem kleinen staubsaugerartigen Gerät herumlaufen. Auf diese Erfindung war er besonders stolz. Nährgeräusche, ein Sauger bestand aus einem dünnen, mundgeblasenen Glasrohr. Blasene Glasrohr ganz nah an das Geräusch, schnalzte mit der Zunge und murmelte ganz leise: betätigte er den kleinen roten Schalter und schon saugte die Maschine das Geräusch gluckernd und surrend in sein Einwegglas im Rucksack. In ihrem hellblau gepunkteten Kostüm stand sie unten und winkte. Es sah aus, wie wenn sie tanzen. Schnell hinunter, sagte er und fuhr so schnell die Treppe hinunter, Stufe für Stufe, wie er noch nie eine Treppe hinuntergefuselt war. Er flog förmlich die Treppe hinunter, 2, 3, 4, 5 Stufen auf einmal nahm er. Er rannte, er sprang mit einem riesigen Satz. Und jetzt, Herr Wenceslaus, auf zum Kauderkäsekuchen, sagte sie, hakte sich bei ihm unter. Ich bin so glücklich, bin so aufgeregt, murmelte er Frau Schwankel ins linke Ohr und gab ihr aufs Ohrläppchen.